Wir werden uns jetzt mit der allgemeinen Form der glockenförmigen Funktion auseinandersetzen und herausfinden, wie sie mit der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung aus dem letzten Video zusammenhängt. Die Funktionsgleichung siehst du hier. Die Funktion lautet, f von x ist gleich 1 durch Sigma mal der Wurzel aus 2pi mal e hoch minus 1 halb mal Klammer auf x minus μ durch Sigma Klammer zu zum Quadrat. Diese Funktion hat einen eigenen Namen und der lautet die Dichtefunktion der Normalverteilung mit Erwartungswert μ und Standardabweichung Sigma. Wir nennen sie meistens kurz einfach nur Dichtefunktion der Normalverteilung. Den Graphen dieser Funktion siehst du hier. Dieser Graph hat auch einen eigenen Namen. Er wurde nach Carl Friedrich Gauss benannt und heißt die Gaußsche Glockenkurve. Schauen wir uns jetzt an, wie sich der Graph der Funktion verändert, wenn wir μ und Sigma verändern. Die GeoGebra-Datei, die ich verwende, findest du hier, wenn du in deinem PDF auf diesen Link drückst. Hier sehen wir jetzt den Graphen der Dichtefunktion der Normalverteilung, also eine Gaußsche Glockenkurve. Verändere ich jetzt mit Hilfe des Schiebereglers μ, so sehen wir, dass der gesamte Graph entlang der x-Achse verschoben wird. Verändere ich jetzt Sigma, so sehen wir, je größer Sigma wird, desto mehr flacht die Kurve ab. Je kleiner Sigma wird, desto spitzer wird die Kurve. Zurück zum Arbeitsblatt. Wie dir sicher schon aufgefallen ist, ähneln sich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung und die Dichtefunktion der Normalverteilung sehr. Das ist kein Zufall. Wir können nämlich ausgehend von den Graphen der Standardnormalverteilung auf den Graphen der Normalverteilung schließen. Wie das funktioniert, siehst du hier. Ich werde jetzt jeden einzelnen Schritt mit dir in GeoGebra durchgehen. Falls du während der Erklärung draufkommst, dass dir nicht ganz klar ist, wieso wir diesen Schritt durchführen, schau dir bitte dieses Arbeitsblatt hier an. Du kommst auf dieses Arbeitsblatt, wenn du in deinem PDF auf diesen Link drückst. Also, fangen wir mit der Dichtefunktion der Standardnormalverteilung an. Wie ihr seht, ändert sich der Graph der Funktion nicht, wenn ich μ verändere, oder wenn ich Sigma verändere. Da wir aber wollen, dass sich die Funktion verändert, wenn wir Sigma verändern, definieren wir eine neue Funktion, und zwar f1, die gleich phi von x durch Sigma ist. Und wir sehen, wenn wir Sigma verändern, dann wird der Graph der Funktion breiter oder schmäler. Wenn ich jetzt μ verändere, dann sehen wir, dass mit der Funktion nichts passiert. Wir wollen aber, dass der Graph der Funktion sich verändert, wenn wir μ verändern. Deshalb definieren wir eine weitere Funktion, f2, für die gleich f1 von x minus μ ist. Und wir sehen, wenn wir μ verändern, dann verändert sich der Graph der Funktion auch entlang der x-Achse. Und wir können auch gleich überprüfen, wenn wir Sigma verändern, dann verändert sich die neue Funktion auch. Schauen wir uns jetzt noch den Flächeninhalt unter dem Graphen von f2 an. Wir sehen, der Flächeninhalt ist gleich Sigma. Das heißt, wenn ich Sigma verändere, verändert sich auch der Flächeninhalt. Das ist aber nicht gut. Wir wollen ja mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, also soll der gesamte Flächeninhalt unter der Funktion 1 sein. Und das können wir bewerkstelligen, indem wir eine neue Funktion, eine letzte, einführen, und zwar indem wir f2 durch Sigma dividieren. So erhalten wir f. Und wir sehen, der Flächeninhalt von f bleibt immer 1, egal wie ich Sigma verändere. Außerdem hat f die Eigenschaften, die wir haben wollten. Also, wenn ich μ verändere, dann verschiebt sich der Graph entlang der x-Achse. Und wenn ich Sigma vergrößere, dann wird die Kurve flacher. Und wenn ich Sigma verkleinere, dann wird die Kurve spitzer. Und so haben wir auch schon die Dichtefunktion der Normalverteilung gefunden. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.